Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video befasse ich mich mit der Wechselspannungsmessung mit Hilfe eines einfachen Multimeters. Wir sehen hier das Multimeter. Mit Hilfe dieses Multimeters kann ich in diesem Bereich Wechselspannung messen. Das wird durch das Volt- und Wechselzeichen angezeigt. Der Drehschalter muss also nachher in diesen Bereich hineingestellt werden. Es ist ein Messbereich von 0 bis 6 Volt, bis 60 Volt, bis 600 Volt und bis 750 Volt, jeweils Effektivwert. Welche Buchsen muss ich bei dieser Messung benutzen? Das ist wie bei den meisten Multimetern auch hier recht leicht ablesbar. Diese beiden Buchsen sind mit Strom gekennzeichnet durch Ampere, Milliampere, Mikroampere. Die kommen für eine Wechselspannungsmessung also nicht in Frage. Eine Messbuchse, die immer benutzt wird, ist die COM-Buchse. An dieser Buchse steht Volt, also muss ich die beiden Messleitungen an diese beiden Buchsen anschließen. Das werde ich jetzt tun. Die beiden Messleitungen sind mit einem Transformator, mit einem Stelltransformator verbunden, sodass ich also hier verschiedene Wechselspannungen abbilden kann. Der Transformator ist noch nicht eingeschaltet. Ich schalte nun zunächst auf den größten Messbereich, der hier zur Verfügung steht. Das sind 750 Volt. Und ich sollte bei dieser Spannungsmessung tunlichst darauf achten, dass ich diesen Wechselspannungsmessbereich hier nicht verlasse. Es ist ungefährlich, in diesem Bereich zu bleiben. Wenn ich eine Spannung zum Beispiel von 230 Volt messe und mich hier in einem Messbereich bis 6 Volt befinde, wird eine entsprechende Anzeige hier erscheinen. Hier steht übrigens schon AC für Wechselspannungsmessung, das ist da schon zu erkennen. Das ist also tatsächlich ungefährlich, solange ich eben in diesem Bereich bleibe. Ich darf auf keinen Fall in den Strommessbereich geraten, denn das Messgerät hat einen sehr großen Innenwiderstand, sodass diese beiden Messleitungen keinen Kurzschluss für die Spannungsquelle darstellen. Das ist vollkommen anders im Strommessbereich. Da hat das Messgerät einen kleinen Innenwiderstand, würde ich also bei einer Spannungsmessung in den Strommessbereich umstellen. So würde das einen Kurzschluss bedeuten für die Spannungsquelle. Im besten Fall fliegen dann in diesem Messgerät die Sicherungen raus, möglicherweise sogar in der Verteilung die Sicherungen raus. Im schlechteren Fall ist das Messgerät dann kaputt und im noch schlechteren Fall kann ich mir dabei natürlich sogar Verletzungen zuziehen. Wir sehen also, das Gerät ist hier auf den größten Wechselspannungsmessbereich eingeschaltet. Ich kann hier, wie bereits gesagt, neben der Wechselspannung auch die Frequenz messen, wie ich gleich zeigen werde. Ich schalte den Transformator nun ein. Er liefert zurzeit eine Spannung von 200 Volt, die regle ich jetzt etwas höher auf etwa 230 Volt. Die Netzspannung hier bei mir zu Hause ist sogar noch etwas höher, meistens so um die 235. Jetzt habe ich hier genau 230 Volt eingestellt. Ich befinde mich im Messbereich bis 750 Volt. Den sollte ich jetzt anpassen auf 600 Volt. Dann steht mir eine Kommastelle mehr zur Verfügung, sodass die Spannungsmessung hier also etwas genauer durchgeführt wird. Wie bereits gesagt, wenn ich nun hier in diesem Messbereich bleibe und der Messwert größer ist als der Messbereich, so werde ich durch 0L hier an dieser Stelle gewarnt, dass ich den Messbereich überschritten habe. Das ist tatsächlich unkritisch. Ich darf eben nicht diesen Messbereich verlassen und schon mal gar nicht in diese Richtung. Ich gehe nun wieder auf 600 hoch, sodass ich die 230 Volt weiterhin messen kann. Wir sehen in diesem Fall bei diesem Messgerät, und das ist kein besonders teures Messgerät, das kostet 30 bis 40 Euro im Jahr 2023. Wenn ich hier nun die Select-Taste drücke, wird mir die Netzfrequenz angezeigt, 50 Hertz. Die darf ja bekanntlich nur um 0,2 Hertz abweichen, diesmal ziemlich stabil und hier haben wir eben tatsächlich zurzeit genau 50 Hertz. Drücke ich hier wieder drauf, so wird mir wieder die Spannungsmessung angeboten. Ich kann diesen Wert auch festhalten, indem ich auf Hold drücke.
Der Wert wird jetzt festgehalten. Ich schalte den Trafo ab. Bitte hier nicht die Messleitung abziehen bei solchen großen Spannungen. Denn wenn die nicht fingersicher wären, würde ich mich jetzt der Gefahr aussetzen, eine Spannung von 230 Volt gegenüber Erde zu berühren. Ich schalte den Trafo ab. Der Wert wird gehalten. Jetzt ziehe ich einmal die Messleitung ab. Der Transformator ist ja abgeschaltet. Und wir sehen, in diesem Fall wird der Messwert weiterhin angezeigt. Und es wird angezeigt, dass dieser Messwert gehalten wird durch dieses H-Zeichen. Ich stecke die Messleitung wieder ein, drücke nochmal auf Hold. Er zeigt jetzt wieder den zurzeit gültigen Wert an, das sind 0 Volt. Ich schalte den Trafo wieder ein. Er liefert wieder 230 Volt. Außerdem steht mir hier noch die Max-Min-Taste bei diesem Messgerät zur Verfügung. Wenn ich hier auf Max drücke, wird die Max-Min-Messung gestartet. Ich drehe die Spannung jetzt etwas höher auf 236 Volt. Jetzt drehe ich sie wieder runter. Es wird aber weiterhin der maximale Wert angezeigt. Ich gehe jetzt noch ein ganzes Stück weiter runter. Wir sehen, es wird weiterhin der Max-Wert angezeigt. Jetzt gehe ich wieder etwas höher und kann nun hier mit Min auch den minimalen Wert anzeigen, der während dieser Messperiode, die ja immer noch andauert, erreicht worden ist. Mit Max, Min kann ich nun wieder umschalten und jeweils den größten und kleinsten Wert anzeigen lassen. Drücke ich etwas länger drauf, so schaltet dieses Messgerät wieder in die Live-Messung um. Das heißt, es wird mir wieder der Wert geliefert, der zurzeit vom Transformator geliefert wird. Ein ziemlich wichtiges Thema bei genaueren Wechselspannungsmessungen ist das Thema True RMS. Ich möchte an dieser Stelle auf ein entsprechendes Video verweisen, in dem ich genau erklärt habe, worum es bei True RMS geht. An dieser Stelle möchte ich das nur kurz noch einmal andeuten. Auch sehr preiswerte Messgeräte werden dann, wenn die Messspannung genau sinusförmig ist, den richtigen Effektivwert anzeigen. Das ist ja der Wert, den mich am meisten interessiert und auch von diesem Messgerät angezeigt wird. Wenn aber nun die Kurvenform der Wechselspannung von der reinen Sinusform abweicht durch Oberschwingung oder durch andere Effekte, dann ist ein sehr einfaches Messgerät nicht mehr in der Lage, den echten Effektivwert, den echten True RMS anzuzeigen, weil dort rein rechnerisch ein solcher Wert ermittelt wird. Dieses Messgerät kann aber tatsächlich auch in einem breiten Bereich von Schwankungen der Spannung, also durch Oberschwingung und durch andere Effekte, den echten Effektivwert anzeigen. Soweit ich weiß, geschieht das durch eine engmaschige Abtastung des echten Messwertes, sodass man dann also jederzeit den Wert hat mit sehr vielen Messpunkten und dann daraus den True RMS-Wert berechnen kann. Ja, das war das Wesentliche dieses Videos zur Wechselspannungsmessung. Ich möchte an dieser Stelle aber auch noch auf ein weiteres Video hinweisen, in dem ich gezeigt habe, wie man mit diesem Multimeter, das ja ein echtes Standardmultimeter ist, eine Gleichspannung messen kann. In dem Video habe ich auch gezeigt, wie man durchaus zu Messfehlern kommt, denn das Messgerät selber hat hier einen Innenwiderstand von 10 Megaohm und solange ich, wie in diesem Fall, rein an einer Spannungsquelle messe, ist das völlig in Ordnung, da dieser große Widerstand, der ja auch groß sein soll, überhaupt keine Auswirkung auf den Messvorgang. In einer Reihenschaltung mit sehr kleinen Widerständen ist auch der Widerstand dieses Messgerätes unerheblich, sodass dann auch immer noch wirklich die richtige Messung erfolgt. Wenn aber die Widerstände, an denen ich messe, ungefähr die Größenordnung von Megaohm erreichen, wie gesagt, dieses Gerät selber hat 10 Megaohm, dann kann es zu erheblichen Abweichungen der zu messenden Spannung kommen, alleine dadurch, dass ich das Messgerät in diese Messung hineinbringe. Dann verändert das Messgerät den Messwert sehr stark und zeigt dann natürlich den falschen Wert an, den ich gar nicht messen will. Es zeigt zwar nach wie vor den richtigen Messwert an, aber der ist dann eben vom Gerät selber stark beeinflusst worden.
Das soll es gewesen sein zur Wechselspannungsmessung. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.